Yay, ich bin allein. Yay. Na, das ist meine innere Ausstrahlung, die rausbricht. Da muss ich nichts machen. Der Lord ist mit dem Chat. Sehr schön. Hallo Sven. Hallo unser Sven. Hallo Lord. Ach ja. Was ihr nicht sehen könnt, hier sind überall Katzen im Raum verteilt. Yay! So. Die eine Katze schläft gleich im Sitzen ein. Oh, jetzt positioniert sie sich um. Francis, die schwarz-weiße Kuhkatze, liegt direkt vor der Kamera in diesem Bereich, was Sie nicht sehen können. Ja, wir haben ein bisschen ja, mit einer anderen Kamera und so haben wir ein bisschen mit der Perspektive gedreht und gespielt und den ganzen Aufbau ein bisschen verändert. Ja, das kann sein. Ich habe gestern erzählt bekommen, dass es da einen Oggenspalter-Server gibt für Conan Exile. Ich bin generell leise. Ich kann aber mal versuchen, etwas deutlicher und lauter zu sprechen und hoffe, dass ich dann besser zu verstehen bin. Ah, ja, tut mir leid. Genau, wir arbeiten dran. Ich versuche aber auch nicht zu brüllen, sonst fallen dem Regie-Eichhörnchen die Ohren ab. Das wollen wir auch nicht. Im Moment geht's noch. Also wenn ich so spreche, hoffentlich bin ich dann auch gut zu verstehen. Ich werde auch hoffentlich dran denken, immer diese Lautstärke zu halten. Ich glaube, noch lauter sollte ich nicht werden, sonst überpegel ich und dann dürfte es für den Ton auch nicht besonders gut sein. Ach ja. Ja, Kid. Boost. Nein. Leider nicht. Ich bin asynchron. Das tut mir leid, dass ich asynchron bin. Das kommt ab einem bestimmten Alter, da wird man halt mal asynchron. Ja, das ist eine gute Frage. Wie sieht's im Lager aus? Haha. Ja, die ersten Sachen, das heißt die ganzen Goodies, die dann in dieses Crowdfunding-Pack kommen, wie die Poster, die Lesezeichen, der Aufkleber und was noch nicht alles reinkommt, das wird jetzt schon mal vorgepackt und in den Zipbeutel gepackt. Die Hexenholzkiste ist zum Beispiel schon bei uns eingetrudelt und ein paar von den Markern. Der Großteil fehlt aber leider noch. Vermutlich wird vorher erst noch das DSA Lab Crowdfunding verpackt und verschickt. Und noch eine ganz kleine Menge schieben wir noch dazwischen. Englischsprachiges Aventurian Compendium. Weil wir für Europa das englische Crowdfunding verschicken. Das wird noch kommen. Und dann ist hoffentlich auch bald soweit und alles bereit, dass wir Hexen packen können. Da bin ich auch heiß drauf. Ich habe auch mitgebackt. Und ja, teilweise mitgeschrieben, das stimmt schon.
Aber das mit Schreiben habe ich vor dem Bäcken gemacht. Also ich habe nicht mitgebäckt, weil ich was dafür geschrieben habe. Nein, ich habe tatsächlich erst geschrieben und dann mitgebäckt. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich was dafür geschrieben habe, sondern weil ich es trotzdem cool finde. Das ist richtig, die Bücher, da wird jetzt noch letzte Hand angelegt. Und dann gehen sie hoffentlich auch bald in den Druck. Da weiß ich tatsächlich noch gar nichts drüber von dem Hörspiel. Ich habe nur zum Beispiel die ersten hübschen Zeichnungen gesehen, die zum Beispiel für die Kurzabenteuer gemacht wurden, die ich beigesteuert habe. Und die haben mir auch schon ziemlich gut gefallen. Was liegt sonst noch so im Lager an? Heute haben wir, nee, heute, gestern haben wir ganz viel Ware gekriegt. Zum Beispiel der Meisterschirm DSA 5, Katakomben und Ruinen ist jetzt endlich angekommen und wird dann bald verschickt. Also an alle Vorbesteller und dann auch an die Einzelhändler. Was haben wir noch gekriegt? Wir haben endlich den Nachdruck bekommen von Dungeons & Dragons, dem Spielerhandbuch. Die zweite überarbeitete Auflage ist jetzt endlich draußen und ist gekommen. Was war noch dabei? Ah, okay, das wusste ich nicht. Das Hörspiel ist Fanmade. Okay, cool. Ja, Gennaro kann da gerne von mehr im Chat erzählen für die Interessierten. Ich dachte jetzt tatsächlich, es geht um die Kurzgeschichten, die eingesprochen werden. Nein, der Oger hat noch nicht seinen Indie-Hut bekommen. Danke der Nachfrage, aber noch ist er unbehütet. Ja, aufgrund der Tages... Das hört sich so formell an, wie du das formulierst. Ob ich aufgrund der Tagesaktualität... Ja, ich wurde... Ja, Entschuldigung. Ja. Ich nehme schon den Text, den du mir geschrieben hast. Ich halte mich ans Drehbuch, Entschuldigung. Keine Improvisation mehr hier. Nein, ist es nicht. Ist nicht alles improvisiert. Ich wurde tatsächlich schon öfter gefragt, wie es denn jetzt mit meinen Bemalstufen aussieht. Viele professionelle Maler oder Bemalstudios haben ja auch Bemalstufen, in denen sie die Minis anbieten, eben von simpel bis Vitrinenmodell, schlachtfeldfähig und so weiter. Ich habe das Ganze ein bisschen einfacher gehalten. Ich habe drei Bemalstufen. Die erste ist die auch die und dann die unterste Preiskategorie. Das beinhaltet eigentlich bloß Grundfarben, Tuschen und die Grundfarben wieder aufhellen. Grundfarben bewegen sich dann meistens in so Bereich von 3 bis 4 Stück. Bei Malstufe 2 ist dann schon mehr Grundfarben, Tuschen wieder aufhellen und ach, jetzt habe ich Unsinn erzählt. Stufe 1 ist tatsächlich bloß Grundfarben, Tuschen, fertig. Stufe 2 beinhaltet dann das Aufhellen der Grundfarbe und in meinem Fall, ich male dann auch schon Augen mit rein. Wenn es möglich ist bei der Miniatur, bei welchen, die die Augen geschlossen haben oder wirklich bloß enge Schlitze haben, weil sie die Augen zusammendrücken, geht das natürlich nicht. Und bei Malstufe 3 beinhaltet alles der vorherige, bloß dann werden nochmal Akzente gesetzt. Kantenakzente oder an erhabenen Stellen, wo ein bisschen mit Schattierung so gespielt wird. Und ich bringe dann auch schon ein paar Effekte mit rein, wie Blut an der Waffe, das Glitzern von dem Edelstein und solche Dinge halt. Und als Beispiel habe ich hier mal von Hero Quest zwei Gargülen.
Der eine ist Bemalstufe 2 und der eine ist Bemalstufe 3. Also ich habe meinen in Bemalstufe 3 gemacht. Ich sage deshalb Gargyl, weil er im deutschen Grundspiel von HeroQuest tatsächlich als Gargoyle, als Gargyl, also als Wasserspeier, als belebte Statue gewertet wird. Ich weiß, dass er im englischen Grundspiel von HeroQuest als Chaos-Dämon klassifiziert wird und dementsprechend auch eher etwas rötlich dargestellt wird mit Rüstung und so weiter. Mir hat aber die Wasserspeier-Variante eigentlich recht gut gefallen und deshalb habe ich meinen eben auch grau, dunkelgrau grundiert, dann in verschiedenen Graustufen heller gebürstet und dann eben noch als Effekt feine Risse aufgemalt, um zu zeigen, okay, hier ist der Stein ein bisschen gesprungen. Ich fange aber erstmal mit dem Wasserspeier oder dem Gargyl Stufe 2 an. Und dafür benutze ich jetzt diese wunderbare, die sieht man jetzt hier im Bild nicht, sondern nur da. Da ist mein Finger. Das ist die neue Endoskopkamera, liebevoll Popocam genannt. Hat ja bei der Stiftershow ganz wunderbar geklappt. Und auf daraufhin, dass es so gut geklappt hat und mir Nico dankenswerterweise verraten, wo er die recht günstig hergekriegt hat, haben wir uns jetzt auch eine besorgt und sind eigentlich mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Einmal eben, weil man hier ein größeres Bild von mir hat, beziehungsweise sieht, was ich hier so mit den Händen treibe. Aber wir dann mit der Endoskopkamera eben halt besser Minis zeigen können. Besser als mit einer normalen Webcam. So, und dafür räume ich jetzt erstmal hier die drei Bruises zur Seite. So, ihr dürft euch mit dem Kraken vergnügen. Und hier ist der Gargoyle Stufe 2. Ich muss jetzt nur ein bisschen gucken. Das Regie-Eichhörnchen wird mir sagen, ob er scharf ist. Daumen hoch heißt, ich habe es gut gemacht. Also, ich weiß nicht, ob das... Okay. Achso. Ja, entschuldigen. Gerade auf dem grauen Hintergrund, beziehungsweise auf Fotos, ist es oft schwierig zu sehen, dass er tatsächlich bemalt ist, weil die Grundfarbe von dem Plastik tatsächlich auch grau ist. Aber ja, er ist bemalt, eben dunkelgrau grundiert, mit einer schwarzen Tusche getuscht und dann mit hellgrau trocken gebürstet. An den erhabenen Stellen mit dem Maul, dem Schwert und so weiter ein bisschen stärker und was ich eben noch gemacht habe, rotglühende Augen, damit man das besser sieht. So, und jetzt halte ich mal den Stufe 3, also das höchste, was ich anbiete, in die Kamera und hoffe, dass man da den Unterschied mal sieht. Eben auch dunkelgrau grundiert, schwarz getuscht und dann mit zwei verschiedenen Grau, also nochmal eine Mittelgraustufe und eine Hellgraustufe, beziehungsweise zum Schluss habe ich dann sogar nochmal ganz leicht mit Weiß drüber gebürstet. Und wie man zum Beispiel hier an dem Kopfschmuck sieht, habe ich dann die Risse aufgemalt. Ich versuche jetzt nochmal die beiden Gargyle nebeneinander, damit man den 1:1 Vergleich hat. Dazu muss ich ein bisschen weiter weg und... hallo Nico, schön, dass... Hallo Nico oder Mayri, schön, dass du oder ihr euch hierher verirrt habt und mir zuschaut. Mythos. Michael ist online. Hallo Michael, schön, dass du dich auch hierher verirrt hast. Jetzt wird's richtig voll. Also ich denke, an den beiden Minis sieht man jetzt nochmal eben Bemalstufe 2, Bemalstufe 2, 3. Es ist, denke ich, ein Unterschied zu erkennen.
So, aber jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlich, was ich heute machen will. Heute. Ah ja, okay. Ja. Warum wir eigentlich hier, oder warum ich eigentlich hier bin, heute wird diese kleine Dame hier bemalt, nämlich die Harley Quinn von Dark Knight Models, und zwar die von der Filmfigur aus Suicide Squad nachempfunden ist. Wer es nicht kennt, Dark Knight Models ist, wenn ich mich nicht total irre, eine spanische Firma, die eben Figuren rund um Batman herstellt und dazu auch ein kleines Tabletop-Spiel herausgebracht hat. Sie haben sich erst einmal hauptsächlich auf Figuren oder Modelle spezialisiert, die den Batman-Videospielen nachempfunden sind, also Arkham Asylum, wie heißt noch, Gotham Knight und so weiter. Und sie bringen jetzt aber auch Modelle raus, die dann den Film oder auch den Gotham-Serienfiguren ähnlich sehen, sodass man zum Beispiel einen klassischen Comic-Pinguin sich da kaufen kann oder eben den Pinguin, wie man ihn aus Gotham kennt, also den Oswald Cobblepot. Packen. Pack mal die zwei Gargoyles. Ah, ich verstehe. Also dann hallo Nico und Mairi, viel Erfolg beim Ackerbestellen. Kultiviere die Welt von Conan nicht zu sehr, sonst ist er nicht mehr barbarisch genug. Von wegen Welt kultivieren, nicht mehr barbarisch. Ja, gut, Entschuldigung. Und ja, Michael, Äpfel sind gesund. Was ist jetzt? Ah. Franny hat die Kamera verstellt, okay. Aber nicht schlecht, oder? Es geht noch, ja, man kann mit leben. Die Kamera wird von der Kamerakatzen Franny bedient. Sie geht dem aber nur halbherzig nach. Also sollte die Kamera sich nochmal bewegen, dann hat sich Franny im Schlaf gedreht. So. Ah, ich sollte nicht gucken, dann, ich sollte nicht hier rüber, sonst ist mein Kopf weg. So, aber ich guck mal, ob ich jetzt die gute Harley Quinn. Pizzarandversteigerung haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das funktioniert ja auch nur, wenn Julia mit uns isst, weil die den Pizzarand verschmäht aus irgendwelchen Gründen. Also das war jetzt nicht die Kamerakatze des heutigen Tages, sondern das war das Regie-Eichhörnchen, die mich wieder ins rechte Bild gerückt hat. So. Was? Aber hier haben wir die Harley Quinn mit Pistole und Baseballschläger. Das wird eine ganz interessante Sache, denn die gute Dame hat ja auch jede Menge Tattoos. Und ich muss gucken, ob ich die hinkriege. Also eine kleine Herausforderung werden auch die Beine, denn laut Film und auch den Vorlagen von Dark Knight Models hat sie Netzstrümpfe an. Ich werde versuchen, das mit einem einfachen Wash darzustellen. Und deshalb fange ich jetzt erstmal mit der Hautfarbe an. Da die gute ja eh einen recht blassen Teint hat, habe ich mir mal von Vallejo den Pale Flash und von Citadel den Palette Witch Flash. Oh, da ist nichts drin. Oh nein, da ist nichts in der Kamera. So, das sind meine beiden Farbdösen, die ich jetzt benutzen werde. Ja, zack. Product Placement. Solange da nichts steht, werden wir hier wieder ein. Ja, das ist ein Kraken. Achso, ich soll den Kraken rein. Ja, Entschuldigung, ich setze den Kraken rein. So, den Oktopus. In Szene gesetzt. Sieht er nicht schön aus, ja. So.
Und um eine Referenz zu haben, habe ich mir tatsächlich das Bild von Dark Knight Models, man sieht es vielleicht ein bisschen, aufs Tablet geladen. Das mache ich recht gerne, wenn es eben eine Figur ist, die jemandem ähnlich sieht oder wo es schon eine Vorlage gibt. Und dann ist es relativ leicht, sich Referenzen zu suchen, wie zum Beispiel auch bei den Sturmtrupplern oder damit bei Darth Vader vorne auf der Brustplatte die richtigen Schalter in der richtigen Farbe angemalt werden. Da achte ich dann schon drauf, dass es, wenn es eine Vorlage gibt, ich mich dran halte. Ich fange mit einem feinen Pinsel an. Das dürfte. Oh, ne, der ist zu fein. Ah, jetzt bin ich wieder am Suchen. Da. Nehmen wir mal den Einser. So, und ich fange mit Pale Flesh an. Und ich hoffe, dass ich eben dann diesen blassen Hautton hinbekomme. Da mache ich jetzt eben die Stellen, die zu sehen sind. Einmal komplett die Beine, die Hand, beziehungsweise an der anderen Hand trägt sie, glaube ich, einen Handschuh. Ja, man sieht ihn ganz undeutlich, so einen Fingerling-Handschuh. Sie trägt bauchfrei. Und das Shirt ist sogar ein bisschen zerfetzt. Da versuche ich auch wieder mit dem feinen Pinsel reinzukommen. So, also ich denke, die Endoskopkamera war echt eine gute Anschaffung, war auch relativ günstig zu kriegen und halt wesentlich besser geeignet, um Minis zu zeigen oder um, wie man gestern gesehen hat, ein Star Wars Actionfiguren Puppentheater aufzuführen, das wohl sehr, sehr dazu beigetragen hat, die Szene zu untermalen. Ich habe das leider nicht oder nur mit einem Auge mitbekommen, aber es sah schon ziemlich witzig aus. Zuschauer, wir haben den Rekord geknackt. Na, ich glaube, wir hatten schon mal 23. Aber unsere aufmerksamen Zuschauer werden uns das sicher sagen können. Aber ich glaube, wir hatten schon mal 23. 24 wäre der Rekord. Ah, danke, dass du das Video mit den Abonnenten geteilt hast. Vielen lieben Dank. Ich muss dazu sagen, die Night Models Figuren, ich habe tatsächlich noch selten, noch keine selbst gekauft, sondern eben die auch nur von einem Kunden bekommen als Auftrag. Sven hat sich auch gewünscht, dass wir die Harley Quinn mal live bemalen oder ich eben damit anfange. Und er hat sie eben schon mir zusammengebaut, in gerade zusammengebaut und Green Stuff befüllt, zugeschickt. Und ich kann also von daher nicht sagen, wie leicht sie zum Zusammenbauen waren oder ob man viel, viel Gussgrade entfernen musste. Ich habe gesehen, bei ein paar Modellen musste schon mit Green Stuff ein paar Lücken gefüllt werden. Aber es war jetzt nicht übermäßig. An sich kann man von der Qualität nicht meckern. Also die Figuren sind wunderbar detailliert. Und man erkennt eben auch sehr gut, wem sie ähnlich sehen sollen. Das hatte ich glaube ich schon von einer Weile mal auch schon mal erzählt. Night Models hat ja jetzt auch, oder bringt ja jetzt raus, ein Harry Potter Brettspiel. Sollte eigentlich war es erst so ein bisschen als Tabletop angedacht. Jetzt machen sie ein Brettspiel draus. Aber es wird sich eben, denke ich, wie ein Miniatur-Brettspiel
Ein Miniatur-Tabletop. Also wie eine abgespeckte Version von einem Tabletop-Spiel. Man stellt sich eine Zauberergruppe zusammen und kämpft dann um Missionsziele. Aber warum ich das erzähle, Dark Knight Models hat die Rechte von Warner Bros. Zu den Harry Potter Filmen. Und so sehen die Miniaturen, die rauskommen, wie die Schauspieler aus. Und auch da haben sie wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also man erkennt sofort einen Remus Lupin oder eben einen Harry Potter oder einen Voldemort, weil sie eben nach den Filmfiguren oder nach den Schauspielern gestaltet sind. Und das war das Gemeine. Ich hatte mich ziemlich drauf gefreut, weil erst hieß es, okay, hey, wir machen Kickstarter, da haben wir mehr Möglichkeiten, können eben dann auch noch Bonusfiguren und sowas rausbringen. Und kurz bevor der Kickstarter starten sollte, sagten sie, nee, wir rudern zurück, wir machen nur eine Vorbestelleraktion. Naja, gut, dachte ich mir, eine Vorbestelleraktion kann man ja auch mitmachen, ist auch okay. Ja, nee, dann sagten sie, ja, wir machen eine Vorbestelleraktion, allerdings nur für Spanien, weil wir da wohnen, für USA und für England. Alle anderen müssen erstmal gucken. Verkaufen wir nicht. Und ich, super. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte das Spiel schon ziemlich gern gehabt. Schon allein wegen Severus Snape. Ich mag Alan Rickman, oder ich mochte, na, ich mag Alan Rickman immer noch. Leider ist der Schauspieler ja verstorben. Schon allein um Severus Snape bemalen zu dürfen, das hat mir schon ziemlich Spaß gemacht. Ja, das ist schon richtig. Das war dann auch der Punkt, wo ich dachte, naja gut, eigentlich könntest du jetzt mal in deinem Freundeskreis rumfragen, ob nicht jemand irgendwo aus England kommt oder öfter mal nach England oder irgendwie Beziehung dazu hat, dass man da irgendwas machen könnte. Und ja, also ich hege die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch irgendwann nochmal bei uns vertrieben wird. Aber dann hatte ich die Wahl, okay, oder wir hatten dann die Wahl, wir machen jetzt nicht länger rum, dann geben wir halt Monolith Games das Geld und finanzieren das Batman Chronicle Spiel mit, das ja jetzt dann auch um die 200 Miniaturen oder sowas hat, erreicht hat zum Schluss. Und ja, vielleicht kommt das eben nochmal nach, kommt das vielleicht im restlichen Europa an, nicht nur in Spanien. Die Engländer wollen ja eh nicht mehr zu Europa gehören, also ist das okay. Nein, also hallo Sven, schön, dass du dazukommst. Ich freue mich auch natürlich, dass du dich freust, jetzt live zu sehen. Ich hab schon erzählt. Du hast sie mir ja zusammengebaut und an den Stellen, wo es nötig war, mit Green Stuff schon versehen. Und von daher konnte ich nicht viel dazu sagen, wie gut man sie entgraden musste, ob da viel Guss gerade waren, ob es extrem schwierig war, die zusammenzubauen. Das kannst du vielleicht im Chat kurz beantworten, wenn du möchtest. Ich habe auch schon gesagt, die Harley Quinn stellt mich vor zwei Herausforderungen. Einmal die Tätowierungen. Diese trägt, beziehungsweise sie hat ja einen Aufdruck hier auf dem T-Shirt. Was war's? That is Little Monster, glaube ich. That is Little Monster. Also das wird noch eine Herausforderung, ob ich das lesbar hinkriege. Mal gucken. Und was noch gut ist, ob ich den Effekt mit den Netzstrümpfen an den Beinen hinkriege. Muss ich sehen. Aber ich halte sie jetzt schon mal in die Kamera, denn ich habe jetzt eine. So, sieht man das so, wenn ich so halte? Ich habe jetzt als Grundfarbton eben von Vallejo Pale Flesh genommen, um ihren blassen Ton
darzustellen. Da wird es drüber getuscht. Und dann stelle ich den Grundfarbton wieder her und gehe dann nochmal mit einem etwas helleren Weiß hauptsächlich übers Gesicht. Vielleicht hier und da noch über erhabene Hautpartien wie Finger oder rund um den Bauchnabel. Und ich versuche dann die Netzstrumpfoptik mit einem dunklen Wash hinzukriegen. Ah, wie ich vermutet hatte, ein paar Lücken, das sieht man oder hat man gesehen. Ich habe sie jetzt schon alle grundiert. Ich kann gleich nochmal ein paar in die Kamera halten. Da hattest du mit Green Stuff ja schon die Lücken ausgebessert. Und ja, also den ersten Eindruck, den ich von den Dark Knight Models hatte, ist auch, dass er ziemlich gut ist von der Gussqualität. Die Stellen haben jetzt nach und nach aber auch umgestellt oder stellen um von Metall auf Resin oder Plastik oder so ein Resin-Plastik-Gemisch. Was die Sache ein bisschen günstiger macht. Aber wie es da von der Qualität ist, weiß ich noch nicht. So. Oh, 28 Zuschauer. Das ist jetzt definitiv ein neuer Rekord. Hallo, 28 Zuschauer. Freut mich sehr. Also auch an der Stelle nochmal ein ganz großes Lob und Danke. Denn du hast die Minis tatsächlich extrem gut verpackt an mich geschickt. Das kommt nicht häufig vor. Vielen Dank. Hier haben wir jetzt dann zum Beispiel den. Er steht ein bisschen weiter weg, sieht man ihn trotzdem noch halbwegs. Das ist der Joker aus der Reihe. Was für eine Tasche das ist, in der es verpackt wurde, das ist eine Aufbewahrungstasche von Feldherr. Die haben sich darauf spezialisiert, eben für Miniaturspiele Taschen in verschiedenen Größen zu machen und machen auch inzwischen für verschiedene Systeme auch spezielle Schaumstoffeinleger. Also sprich, wenn man zum Beispiel von X-Wing ein Millennium Falcon transportieren möchte, dann kriegt man so eine Schaumstoffeinlage mit einem falkenförmigen Ausschnitt. Das ist sehr praktisch. Die sind nämlich da drin gut geschützt. Jetzt kriegt der gute Joker mal ein bisschen Gesellschaft von Killer Croc. Eben auch die Suicide Squad, also die Filmvariante. Oh, das setzt mich jetzt gar nicht unter Druck, weil jetzt muss ich sie schön machen. Nein, also ich würde sie ja, ich mache sie ja sowieso schön. Scherz. Francis, nicht zu so arg bewegen, sonst ist die Kamera wieder verrutscht. Also, ich zeige gleich nochmal ein paar Figuren. Ich will jetzt nur kurz die gute Harlequin. Ich habe von dem Harry Potter Brettspiel erzählt und von dem Batman Brettspiel. Ich weiß jetzt nicht, welches Brettspiel du meinst, Grandelbart, wo das sehr gut ist. Bei beiden muss ich sagen, sowohl beim Batman wie auch beim Harry Potter Brettspiel, hat es auf mich einen recht guten Eindruck gemacht. Umso mehr hat es mich eben geärgert, dass eben das Harry Potter Brettspiel dann nicht bei uns erhältlich, also erstmal nicht erhältlich sein soll. Ah, beim BMG. Okay. 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 Fange ich nochmal mit dem Harry Potter Brettspiel an. Eben Dark Knight Models, die eben diese hübschen Figuren machen. Die sich auch stark an den Filmfiguren
orientieren. Wir haben mal Boomerang. Haben neben den Lizenzrechten anscheinend für die DC-Comic-Verfilmungen auch die Rechte von Warner Bros. Für die Harry Potter-Filme und haben daher ein Miniaturen-Tabletop-Brettspiel entwickelt, das in der Harry Potter-Welt spielt. Eine Karte, die ich zum Beispiel gesehen habe, war das zerstörte Hogwarts, wo dann Todesser gegen Schüler von Hogwarts gekämpft haben. Du kannst dann da deine eigene Zauberergruppe zusammenstellen, diese dann mit Zaubern und auch Items versehen, wie Tränke und so weiter, oder magischen Gimmicks, und diese dann auf dem Schlachtfeld um Missionsziele und ähnliches kämpfen lassen. Und das Schöne ist, die Figuren sehen halt tatsächlich aus wie die Schauspieler. Also ein Voldemort hat die Züge von Ralph Fiennes, ein Severus Snape sieht wie Alan Rickman aus und so weiter. Also die sind wirklich schön detailliert gemacht, aber eben erstmal nicht in ganz Europa erhältlich, sondern nur in Spanien und England, denn erst sollte es ja ein Crowdfunding werden, dann haben sie sich für eine Vorbestelleraktion entschieden, die allerdings nur für USA, England und Spanien gilt. Es wurde vermutet, dass die Jungs Angst vor ihrem eigenen Erfolg haben, weil die Resonanz war enorm. Miniaturenliebhaber, Harry Potter-Fans, Brettspiele-Fans haben da entgegengefiebert. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, die Spanier haben Angst, dass sie das nicht bewältigt kriegen. Aber das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht spielen auch andere Sachen mit rein. So. Und jetzt komme ich nochmal zu den HeroQuest-Gargülen. Da habe ich zum Anfang der Sendung schon mal meine beiden Bemalstufen erklärt. Also meine drei Bemalstufen eigentlich, die ich anbiete. Erste Stufe ist Grundfarben, also 4 bis 5 Grundfarben, die ich dann gründlich auftrage und dann wird entsprechend getuscht. Der Gargül hier, so, sieht man ihn gut? Oder ist er unscharf? Der ist super, gut. Der Gargül ist jetzt Bemalstufe 2. Das bedeutet, Grundfarbe, was bei dem dunkelgrau ist, dann schwarz getuscht und mit dunkelgrau und hellgrau dann drüber gebürstet, also trockgebürstet. Und jetzt muss ich auch nochmal eine kleine Exkursion machen. Ich habe mich für das Farbschema entschieden, weil im deutschen HeroQuest diese Figur als Gargoyle, also als Gargül-Wasserspeier klassifiziert oder benannt wird. Und im englischsprachigen HeroQuest ist es tatsächlich ein Chaos-Dämon, wäre also dementsprechend eher rötlich mit Rüstungsteilen. Aber mir gefiel die belebte Statue, also die Wasserspeier-Geschichte, und habe mich deshalb auch wieder für Grau und die Steinoptik entschieden. Und Bemalstufe 3, so habe ich meinen eigenen Gargül bemalt, eben auch dunkelgrau als Grundfarbe, schwarz getuscht und dann mit zwei anderen Graustufen, also ein Mittelgrau und ein Hellgrau, trocken gebürstet und an ein paar Stellen dann sogar noch mit Weiß drüber gebürstet. Und dann habe ich ganz schlicht mit Schwarz und Dunkelgrau hier zum Beispiel am Kopfschmuck zu sehen die Risse aufgemalt. Denn Bemalstufe 3 beinhaltet bei mir auch schon ein paar Effekte wie Blut an der Waffe, Edelsteine, die glitzern. Bemalstufe 2 und 3 ist auch bei mir mit Augen, wenn es bei der Figur machbar ist. Und ja, das sind bei mir so die drei groben Unterschiede. Klar, Bemalstudios oder andere Leute, die als Gewerbe Figuren bemalen, haben dann eben noch andere oder mehr Stufen, wie Vitrinen, Modell oder was gibt's noch?
Screen-Modell. Okay. Achso. Achso, ja, die zum Einschweißen. Ja, turnierfähig und spieltischfähig und hast du nicht gesehen. Naja. Also ich benutze drei Stufen, die sitzen bei mir im FF. Und ja, also ich bin ja eh von den Preisen ziemlich human, will ich mal behaupten. Ich glaube, das kann ein Michael durchaus bestätigen, der sich damit schon mehr auseinandergesetzt hat. Wobei er jetzt auch vermehrt seine Miniaturen ziemlich gut selbst bemalt. Mir gefällt immer noch dein Farbschema deiner Caraton Overlords. Darum habe ich es ja für unsere ein bisschen abgekupfert. Bloß ich benutze ein dunkleres Grün und ein richtiges Gold. Also so ein Altgold ein bisschen. Naja, gut. Dankeschön. Für die Farbwahl des Gargoyles wurde ich gerade gelobt. Vielen Dank. Ja. Ich gucke mal kurz, was die Tusche macht. Die braucht noch einen kleinen Moment. Also ich kann noch ein bisschen schwafeln und noch mal Figuren reinhalten. Was ganz putzig ist. Ah, hier ein Teddybär mit Scharfschützengewehr. Mit Schalldämpfer vorne drauf, glaube ich. Der zu der Joker-Crew gehört. Hab ich was Falsches gesagt? Ah, so hat. Ja, ich weiß, dass du die Caradhran Overlords magst. Ja. Ah. Oh, wobei. Ich finde eigentlich der mit der Ziegenmaske eigentlich ein bisschen spannender. So. So, was macht die Harlequin? Oh, jetzt beginnt eine hitzige Debatte. Ja, Skaven sind viel besser. Nach meiner letzten Niederlage am Ulysses-Spieleabend, am letzten Donnerstag. Ich halte immer noch die Skaven-Flagge hoch, ich wurde aber in Grund und Boden geschossen. Also es war alles ein bisschen gegen mich. Dann benutze ich jetzt nochmal den Pale Flesh-Ton und würde die versuchen, die Haut wieder ein bisschen aufzuhellen. Und jetzt benutze ich aber tatsächlich noch einen feineren Pinsel. Eine Sven schon. Ja, die Waldelfen beziehungsweise die Silvernes haben auch sehr, sehr hübsche Modelle, wobei ich dann auch tatsächlich eher mehr die Baumgeister mag, also diese die Dryaden und die Baumältesten. Ich hab auch ein paar Modelle davon in der Vitrine stehen. Auch noch aus Warhammer Fantasy Zeiten, wo es dann eben die quasi das Zwischenstück zwischen Triade und Baumältesten gibt, nämlich die Schrate. Da habe ich auch drei Stück im Regal stehen. Ich habe auch noch die alte Ausgabe von Alariel mit überdimensionalen Schmetterlingsflügeln, die ich mal recht günstig bekommen habe. So. Und jetzt wird die gute etwas blasser gemacht. Krieg das gut hin. Ob ich bei der schlachtlustige Explosion ausgelöst habe, das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Bei Warhammer Fantasy gab es ja bei jeder Einheit, die irgendwie explosionsgefährdet war, dann nochmal so eine W6er, was passiert denn genau Tabelle. Es fing an mit
Die Waffe hat nur einen Aussetzer, nichts passiert, bis zur totale Katastrophe. Deine Skaven enden als Krater in der Landschaft. Oder es wurde dann auch schon mal lustig, die Rattling Gun hat dann total verrissen und hat einmal quer durch die eigenen Reihen geschossen. Und das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Weil halt durch diese Zufallstabelle, du hast es zwar verhauen, aber du hattest noch eine kleine Chance, dass vielleicht doch bei den vielen Kugeln nicht nur deine eigene Armee getroffen wird, sondern dass vielleicht wenigstens noch ein paar Streuschüsse an den Feind gingen. Und bei der neuen Variante ist es halt so, es gibt zwar immer noch diese Fehler, die auftreten können, meistens wenn man Pasch würfelt oder wenn man eine bestimmte Zahl, wenn man 1 hat. Und dann passiert es meistens nur, dass das Waffenteam sofort so und so viel wehtödlich Schaden bekommt. Ja. Das ist zwar auch noch witzig, aber nicht mehr so wie von wegen das Waffenteam sprengt sich in die Luft, aber alle umstehenden Einheiten kriegen nochmal W6 Schaden. Ob Freund oder Feind ist ja dann egal, aber hat dann nochmal was rausgehauen und das fehlt ein bisschen, das finde ich schade. Genau, das ist... als ich dann gemerkt habe, dass ich auf verlorenem Posten kämpfe, weil ich total eingekesselt war und schon in der ersten Runde um ein Drittel meiner Armeen dezimiert wurde, also meiner erleichtert wurde, bevor die noch irgendetwas tun konnten, habe ich dann auch jedes Mal, wenn ich aktiviert habe, auf volles Risiko gesetzt. Also sprich, meine Rattling Gun hat nicht einen normalen Schuss abgegeben, sondern hat mehr heißes Warblei gemacht, was dann dazu geführt hat, dass das Waffenteam quasi explodiert ist. Hat nicht geklappt, aber ich bin dann immer auf volles Risiko gegangen, weil, ja, ich habe dann zumindest noch versucht, möglichst viel Schaden auszuteilen, bevor ich untergehe, was aber auch nur bedingt geklappt hat, leider. Vampire for Life, es könnte auch natürlich auf das Crowdfunding gemünzt sein, das morgen bei Ulysses startet. Aber ansonsten, wenn du Warhammer Vampire meinst, dann bin ich absolut bei dir. Die inzestuöse Familie von Karstein ist ziemlich cool, beziehungsweise die Armeen des Lichtkönigs Nagash. Wobei bei den neuen Untoten mich dann tatsächlich die Geistervariante inzwischen mehr anlacht als die Vampir- oder Fleischfresser Staat, also der Flesh Eater Court. Weil ich einfach die Modelle ziemlich hübsch finde von den Geisterschwärmen oder den Geisterreitern. So. Ich käme an den Nagash, glaube ich, dran, Regie-Eichhörnchen. Warum möchtest... Hallo, 26 Zuschauer. Das Regie-Eichhörnchen möchte, dass ich euch frage, ob ihr denn meinen Nagash mal sehen wollt. Nein, du irrst dich nicht. Ich habe tatsächlich mal, das ist kein Geheimnis, ich habe tatsächlich mal in Heidelberg-Rohrbach im Mediamarkt gearbeitet. Erst ein oder anderthalb Jahre war ich in der weißen Ware, hab da verkauft und dann bin ich ins Lager gewechselt. Also das ist durchaus möglich, dass ich in den 10 Jahren, die ich dann letztendlich beim Mediamarkt war, habe ich mehrere Waschmaschinen schon mal ins Auto verfrachtet. Um den Nabel rum. Ich bin ja jetzt beim Aufhellen. Okay. Gut, gut. Ich mach das aber hier erstmal kurz fertig. Gute Harley. Gute Harley kriegt ein... Ja, das ist schon wieder eine Weile her, ne?
Wie lange arbeite ich jetzt nicht mehr bei Mediamarkt? 4, 5 Jahre? Zwei, drei, oh, es ist 4 Jahre, ich glaube 2013 oder so. Okay, ja, es ist. Dann sind sogar. Oh Gott, wir haben schon 2018, warum sagt mir das keiner? Nein, also es ist schon eine ganze Ecke weg. Ja, gut, aber es kommt hin. 2015 waren wir in China. Oder was? Anfang. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Dann sollen die Chiropraktiker mal reiben, bis die Pfoten glühen, würde ich mal behaupten. Denn Rollenspielkisten schleppen oder 850 Kilo schwere Paletten durch die Gegend ziehen, ist auch nicht besonders rückenfreundlich. Ja, diese Geschichte, ich weiß. Aber. Ja, mein Armer. So, ich stehe mal kurz auf, weil ich hinter mir an die Vitrine zu dem Nagasch kommen möchte. Wo steht er denn? Ah, da oben steht er drin. Ein sehr großes und massives Modell. Ich glaube, das war mit eins der ersten wirklich riesigen, die Games Workshop eben rausgebracht haben. Also man sieht schon. Da war eine Pfote. Da ist eine Katzenpfote. So. Ja. Das hier ist Nagash. Ich werde. Soll ich mal die Popocam verändern, damit man ihn ein bisschen besser sieht? Weil ich glaube, wenn ihr so vor die Popocam stellen, bringt nichts. Weil das seht ihr dann. Nee, also ein sehr, sehr schönes Modell war auch eins der wenigen, die ich. Also normalerweise bin ich ein Freund davon, die Modelle komplett zusammenzubauen und dann zu bemalen, auch wenn es bedeutet, dass ich an ein paar Stellen ziemlich scheiße dran komme. Das ist mir bewusst und ich bin dann oft am Fluchen, weil ich dann die Stellen neu bemalen muss, weil ich dann mit meinem Pinsel ausgerutscht bin. Aber ich mache das eigentlich gern, um das komplette Bild zu sehen, wie die Farben aufeinander wirken. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, vermutlich liegt es an mir, ich habe dann ein bisschen Problem damit, mir dann die Einzelteile zusammen vorzustellen und wie das dann aussieht. Aber den habe ich tatsächlich auch in mehreren Teilen bemalt, also der Geisterschwarm, der untere Kleid seiner. Der untere Teil seiner Robe, der Körper war ein separates Teil, Kopf und dieser Knochenrückenschmuck, die habe ich erst dann später zum Zusammenbau zusammengeklebt. Hat mir aber ziemlich großen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ist ein super tolles Modell, tolle Pose. Ja, hat aber auch einiges an Zeit gefressen, muss ich zugeben. Oh, der alte Nagash, ja. Ein ziemlich klobiges, aber trotzdem ein ziemlich schönes Modell, wie ich finde. Also nicht mehr ganz zeitgemäß, aber hat diesen gewissen Charme, finde ich. Ist verboten. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Ein sehr schöner Spruch von Heinz Erhardt übrigens. Einem Nagash in der Qualität, das sind dann tatsächlich, ich glaube, der hat sich über einen Monat gezogen, aber allerdings mit Pausen. Gerade bei so großen Modellen, ich hab drüben, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, oder ich habe ihn schon mal in die Kamera gehalten, schon seit einem halben Jahr einen Balrog stehen, bei dem ich jetzt halt die
Ja, die aufgeplatzte Haut und die Feuereffekte, also die Lava oder das flüssige Fleisch, das feurige Fleisch darstelle. Und da muss ich mich tatsächlich immer mal ein bisschen dazu antreiben, da weiterzumachen, weil das wirklich nur so eine Hochkonzentration erfordert. Und weil ich dann selbst an mich so hohe Ansprüche stelle und das gut haben will, dass ich da öfter mal eine Pause einlegen muss. Aber richtig Zeit gemessen oder mal berechnet, wie viel ich für so einen großen gebraucht habe, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe auch einen Riesen, der. Entschuldigung. Ich habe zum Beispiel einen Riesen von den Orks. Den habe ich relativ zügig bemalt. Ich glaube, 2 Tage oder 2 Abende habe ich dafür gebraucht. Der war aber auch relativ einfach, weil das meiste. Er ist zum größten Teil unbekleidet, hat nur eine Hose an und hier und da ein paar Rüstungsteile. Das war ziemlich einfach. An den komme ich jetzt nur schwer dran, das lassen wir. Das wäre zu großer Umstand, den jetzt umzubauen. Stimmt, auf der Homepage ist er zu sehen, der Riese, mit ein paar Bildern. Da kann man ihn sich angucken. Ich glaube, da ist auch Nagash nochmal in näher und schön zu sehen. So, aber ich halte jetzt auch nochmal den nächsten Schritt der Harlequin in die Kamera. Da habe ich jetzt eben Grundfarbe, also die Hautfarbe aufgetragen, getuscht und die Hautfarbe wiederhergestellt am Bauch und ich muss immer in die Richtung. So, ist er gut zu sehen? Oder muss ich ihn? Jetzt besser? Gut. Also, und dann eben die Hautfarbe wiederhergestellt. Was ich jetzt im Gesicht und am Bauch noch vorhabe, ist mit einem helleren Weißton eben nochmal drüber zu gehen, um die wirklich blasse oder vielleicht auch blass geschminkte, den blass geschminkten Teint der Figur nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und derweil darf der Oktopus wieder ins Bild schleimen. Und auch hier der praktische Miniaturenhalter. Ui. Ich krieg gerade vom Regie-Eichhörnchen bis Eichhörnchen ein bisschen den Chat vorgelesen und davon, dass Grandelbart das Gefühl hat, nicht besser und besser zu werden, obwohl er seit 2 Jahren, 2 Jahren waren, jetzt schon malt und er eigentlich nicht mehr macht als Grundfarben tuschen, was aber bei vielen Modellen ja auch schon einen schönen Effekt hat. Also da muss man sich auf den Spieltisch. Ich sag mal, Grundfarben und Tuschen ist besser als eine plastikfarbene oder eine einfach grundierte Figur aufs Spielfeld zu schieben. Also ich kann es verstehen, wenn jemand seine gerade erst zusammengebauten Miniaturen aufs Spielfeld bringt, weil er sie unbedingt spielen will. Aber ich finde es halt wirklich schöner, wenn da bemalte Minis sind, sich zwei Armeen gegenüberstehen, die in Farbe strahlen. Und da ist es, da ganz oft ist es ja schon schick, eben Grundfarben und Tuschen. Da hat man schon einen schönen Effekt. Zum Beispiel bei Skeletten mache ich eigentlich auch nie mehr als Grundfarbe tuschen und dann vielleicht nochmal mit der Grundfarbe drüber bürsten und fertig. Ich kann halt nur sagen, probier es weiter. Ansonsten auf der nächsten Heinz-Con im November werde ich auch wieder meine Malsachen mitbringen und dann an einem Nachmittag wieder in gemütlicher Runde mit den Anwesenden dann Miniaturen bemalen, uns austauschen, ein paar Tipps geben oder mit Ratschlägen zur Seite stehen.
Vorher werde ich, glaube ich, nicht die Möglichkeit haben. Ich bin jetzt kommenden Monat auf der RPC bei Ulysses am B-Ware-Stand. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen und mich fragen, hey, ich habe die und die Mini. Hast du eine Idee oder einen Vorschlag für mich, wie könnte ich das und das machen? Stehe ich euch natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und natürlich, danke Regie Eichhörnchen, ihr könnt mich natürlich auch oder uns jederzeit über E-Mail erreichen oder über Facebook oder über die Kommentarfunktion oder die Nachrichtenfunktion über unserer Homepage, wo ihr Kontakt mit uns und mit mir aufnehmen könnt und ich dann auch schon mal, sofern es möglich ist, euch helfen werde. Das hat das Regie-Eichhörnchen gerade sehr gut eingeflüstert. Ich bete ja auch für alle Patrons oder zumindest für die ab einer gewissen Stufe Bemalanleitungen an. Die Stufe fängt mit Clanratten an, das ist die 5-Dollar-Marke. Da gibt es mehr oder weniger regelmäßig Bemal-PDFs von mir, also an Miniaturen, die ich gerade aktuell bemale, erkläre ich dann, wie ich sie gemacht habe. Und diese Schritte lassen sich ja dann recht leicht auf andere Figuren übertragen. Und ab der nächsten Stufe ist es dann, gibt es diese PDFs dann auch in gedruckter Version einmal im Jahr. Also wer uns ein Jahr die Treue hält, kriegt dann die gedruckte Sammlung der PDFs. Also von daher, ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Patreon unterstützen. Das fließt dann alles in die Technik. Also dadurch konnten wir die Endoskopkamera uns zulegen und Adobe-Programme, um diese PDFs noch etwas hübscher zu gestalten. Und wir arbeiten dann halt dran, dass zum Beispiel ein vernünftigeres Mikro, das ich besser zu verstehen bin, angeschafft wird. Oder dann eben auch so Kleinigkeiten wie, ich könnte, oder ich seit langem hadere ich mit mir, ich müsste mir mal eine größere Whitebox zulegen, um eben auch größere Modelle gut ablichten zu können. Wird dann meistens rausgeschoben und ach, naja, eigentlich so dringend ist es jetzt doch nicht. Und ja. So, jetzt. Ja, genau, das hat das Regie-Eichhörnchen auch wieder gut angemerkt. Dann kommen so gute neue Armeen wie die Idoneth Deepkin von Games Workshop, die sich dann irgendwie in die Finanzplanung dazwischen zwängen. Und weil gewisse rotbepelzte chatüberwachenden Kreaturen sich instant in diese Tiefsee-Elfen verliebt hat. Und ja, ich muss sagen, ich komme an der Optik auch nicht vorbei. Und das, was ich bisher über sie gelesen habe, klingt sehr interessant. So, aber kommen wir nochmal zu Harlequin. Ich halte sie wieder in die Kamera und hoffe, drehe sie noch ein bisschen. So, und ich halte sie auch, versuche sie ruhig zu halten. Ich hoffe, man sieht, dass ich mit einem weißeren Farbton, Hautton über die Gesichtszüge gegangen bin, beziehungsweise rund um den Bauch. Ich hebe es mal ein bisschen höher. Ah, da ist Ohrencat-Content. Ein Katzenohr ist zu sehen. Sehr schön. Ah.
29 Zuschauer, das ist jetzt ein neuer Rekord, weil eben waren wir noch bei 28 Zuschauer, jetzt sind wir bei 29. Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, dreckige Unterhose kriegt man relativ schnell hin. Das ist eine dankbare Armee. Steingolems Game auch, das weiß das Regie-Eichhörnchen aus eigener Erfahrung. Hat denn die liebe Fanny hat ja von unserem Rise of Moloch Spiel den Kopfsteinpflaster-Golem bemalt und war sich am Anfang überhaupt nicht sicher, ob sie es schafft. Und ist mit relativ wenig Geduld gesegnet, beziehungsweise einem eichhörnchenhaften, sprunghaften Naturell gesegnet. Und hat lange mit sich gehadert, ob sie das schaffen soll oder ob sie es überhaupt anfangen soll. Und ja, wenn ich es anfange und ich schaffe, dann ärgere ich mich nur. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, probier es einfach mal. Ich gebe dir Tipps. Ich leg dann im Zweifelsfall, wenn du das möchtest, letzte Hand an, was ich dann auch bei kleineren Effekten gemacht habe, weil ihr das dann doch noch ein bisschen zu hudelig war. Und sie hat den Kopfsteinpflaster Golem, wie man dann auch auf der Homepage sehen kann, ziemlich gut bemalt. Eben Grundfarben trocken gebürstet, dann ein paar Steine andersfarbig hervorgehoben, die Rohre alles sehr sauber bemalt. Also der ist wirklich gut geworden, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, kannst du mir bestätigen, du warst selbst überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Ja, war selbst überrascht. Ja, es ist eine Fleißarbeit. Eine Übungssache. So. Ich versuche jetzt mal an. 28 mm ist. Ja, das stimmt schon. Die ist schon ein bisschen. Ist ein bisschen einfacher, das stimmt. Halt 28 mm ist ja eine Nummer kleiner. Oh Gott, ich bin. Also der Golem war eine Nummer größer als die normalen Figuren. Ich versuche jetzt auf jeden Fall die Harlequin ich muss nur, dass der Deckel nicht zugeht, darum, zack, klemme ich was dazwischen. Hallo Francis, Sie sind im Bild. Gell, Maus? Ja. Ja, das stimmt schon. Wie heißt diese kleine Spur bei der Eisenbahn H0? Wo es dann auch ganz, ganz kleine für die Landschaft, ganz kleine Figuren gibt. Ich versuche jetzt mit Schwarz, also mit Null und Oil, über die Beine zu tuschen und hoffe, dass sich dann der gewünschte schwarze Netzstrumpfeffekt einstellt. 30 Zuschauer, hey, neuer Rekord, vielen Dank fürs Einschalten, 30 Leute. Vielen Dank, dass ihr dazugekommen seid, wie ich an Miniaturenpinsel. Um genau zu sein, an Harley Quinn. Z ist das Fummelige, okay. Kann ich gerne machen. Ich wurde gerade aufgefordert, ein schönes Zitat zu bringen, das ich ja auch schon mal gesagt habe. Stammt nicht von mir, ich habe es von der Postkarte. Darauf heißt es, solange es Spaß macht, ist mir der Sinn scheißegal. Ein sehr schönes, treffendes Zitat, wie ich finde. Das kommt durchaus hin. oder so, ja, das kommt 1 zu 200 mehr, okay. So, ich habe die Beine jetzt mal getuscht. Mal gucken, wie der Effekt ist. Ansonsten muss ich da wieder drüber malen und es mit was anderem probieren. Wobei, das ist sogar recht dunkel. Kann sein, dass ich da sogar zweimal drüber tue. Ich will das jetzt erstmal trocknen. Und dann sehe ich weiter. Halt, das soll es noch eine Stelle vergessen. Eine andere Postkarte, die ich auch immer gerne zitiere, ist
Wenn man eine Schraube locker hat, dann hat das Leben wenigstens ein bisschen Spiel. Das Hemd ist relativ ein. Genau, wenn wir irgendwo. Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem. Ja, das hat dir besonders gut gefallen. Ich nehme jetzt schon mal weiß zur Hand für das T-Shirt, das sie trägt. Wasser mit rein. Ich soll mal den neu dazugekommenen Zuschauer erzählen, was ich mit dem Tablet mache. Ja? Weitermachen. Auf dem Tablet habe ich ein Referenzbild von Harley Quinn. Das ist das von Batman Miniatur Game von Night Models. Also ich halte es mal kurz in die Kamera, damit man sieht. Ich arbeite natürlich auch mit Referenzbildern, wie zum Beispiel Julia auch, wenn ich möchte eben, dass etwas wie eine Vorlage aussieht. Da ist es natürlich die Filmfigur von Harley Quinn. Und da orientiere ich mich dann an Referenzen, die man googelt und finden kann. Ansonsten halte ich mich natürlich in den meisten Fällen natürlich an die Vorlagen meiner Kunden oder an meinen eigenen Wünschen, wenn es eine Figur ist, die ich für mich bemale. Aber klar, wenn es dann zum Beispiel die Minis von Imperial Assault sind, dann ist ein Darth Vader eben schwarz gerüstet und sieht aus wie in den Filmen. Nein, da gibt es, glaube ich, keine Debatte drum. Darth Vader wird nicht rosa, er ist schwarz. Also er hat trägt. Ja, ich habe schon einen Hello Kitty Darth Vader gesehen und war eine Mischung aus Unglauben und Abscheu und ich kann es nicht fassen. Das war so ein Augenkrebspink. Ganz furchtbar. Nein, also manche Dinge sind einfach nur ein Sakrileg. So, aber ich werde jetzt tatsächlich mit dem Schwarz nochmal über die Beine gehen, um es nochmal ein bisschen dunkler zu kriegen. Während Francis fröhlich vor sich hin schnarcht auf dem Tisch. Das könnt ihr nicht hören, aber ich höre es. Nein, ich werde jetzt nicht versuchen, Francis zu schnarchen zu imitieren. Ich weiß nicht, ob das witzig wäre. Ich glaube nicht. Ich bin kein besonders guter schnarchender Katzenimitator. Ah, das Riffi-Eichhörnchen kichert, denn es hat Friends, glaube ich, auch gerade schnarchen hören. Klingt ein bisschen wie ein zorniger Yoda. Wie Lot ich in dir spüre. Meine Damen und Herren, meine Katze hört sich an wie ein wütender Yoda. Sehr schön.
Bad Lip Reading Seagulls. So. Lassen wir mal trocknen. Gucken, wie es wirkt, wenn es trocken ist. Ich hoffe, es wirkt nicht nur so, als hätte Harley Quinn furchtbar schmutzige oder furchtbar haarige Beine. Also da bin ich echt. Oh nein. Das müsst ihr unter euch mal ausmachen. Screamtime für Nico und Screamtime fürs Regie-Eichhörnchen, das ist eure Sache, da halte ich mich raus. So, der obere Teil. Ja, das kann ich nochmal dazu sagen. Wir haben unsere. Gut, dass du sagst, Regie-Eichhörnchen. Wir haben unsere Ziele auf Patreon ein bisschen angepasst. Das nächste ist, wir investieren in ein gutes Tischmikrofon und wollen dann auch einmal im Monat für die Patrons ein Let's Play machen. Ideen haben wir dafür genug. Ob das jetzt dann eine fortlaufende Blood Bowl Liga wird, wo dann zwei Mannschaften gegeneinander antreten und das sich dann verbessern, oder ob wir dann eben mal Rise of Moloch, ne, die erste Kampagne durchspielen, das können wir machen. Oder einfach mal eine Runde Maus und Mystic, Imperial Assault und so weiter. Also Age of Sigma, eine ganz simple kleine Schlacht Age of Sigma. Das wollen wir dann für euch machen. Und, bitte was? Deepkin gegen Skaven, ja. Eine neue, gut unterstützte Armee gegen eine etwas vernachlässigte Rattenarmee. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Nein. Und in dem Fall wird es dann auf jeden Fall Screentime für das Regie-Eichhörnchen geben, zwangsläufig. Und eben auch Ton für das Regie-Eichhörnchen. Denn dann werdet ihr sie gehässig kichern hören, wenn sie einen erfolgreichen Angriff gegen mich startet. Oder wenn sie mal wieder ein paar Zombies in Brand steckt und mich dann zur Verzweiflung treibt bei Rise of Moloch. Ja, ja. Tut jetzt wieder so unschuldig. Das war echt nervig bei der zweiten Mission. Nein, bei der ersten Mission. Verdammt. Ja, in der ersten Mission hast du mich weggeballert, aber da konntest du auch Zombies, die in Feuer laufen, in Brand stecken und dann hattest du brennende Zombies. Bei der zweiten Mission hast du sie gleich direkt brennend aufs Spielfeld. Und da durften sie auch explodieren, beziehungsweise an Häusern explodieren. Super! Ja, ich habe trotzdem gewonnen, weil ich mich stur auf mein Ziel konzentriert habe und deine Zombies habe Zombies sein lassen. Beziehungsweise halt nur ein paar beseitigt, die mir dann doch ein bisschen zu nahe gekommen sind. So, jetzt muss ich nochmal kurz. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo. Ja, das, dem kommen wir doch gerne nach. Rise of Moloch macht recht großen Spaß. Sobald wir das Tischmikro haben, werden wir dem auch nachkommen. Das ist dann für mich eben auch so ein bisschen ein Ansporn, von wegen ein Blood Bowl Team wieder zu bemalen. Oder für Shadespire wieder eine neue Mannschaft zu bemalen. Oder eben bei Rise of Moloch weiterzumachen, um euch eben dann auch das Spiel mit bemalten Minis präsentieren zu können. Weil das macht dann ja schon ein bisschen mehr her. Was machen wir denn nächste Woche? Was machen wir eigentlich nächste Woche? Nächste Woche hat es mal Tyranniden? Ich bin schon ganz. Ja, nächste Woche ist der 24. Und dann machen wir tatsächlich nächste Woche Tyranniden. Das Regie-Eichhörnchen hat mich nämlich auch mit Warhammer 40k angefixt. Hauptsächlich aus dem Grund, also ich bin ja eigentlich eher der Warhammer Fantasy Spieler. Obwohl ich immer mal wieder geguckt habe, oh ja, bei
Warhammer 40k gibt es auch schon ein paar schöne Modelle. Aber ich konnte mich halt noch nie dazu groß durch hinreißen lassen, mir da eine Armee zuzulegen. Jetzt hat das Regie-Eichhörnchen sich eine kleine Pyramidenstreitmacht zusammen besorgt, zusammen gezüchtet, zusammen gebrütet und mir zu Geburtstag eine Start Collecting Box Space Orcs geschenkt. Und ja, so sind wir jetzt zu Warhammer 40k gekommen. So. Ich finde, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Da muss ich glaube ich noch mal was machen. Ich weiß ja nicht, wie wirkt es hier mit der kleinen Kamera, mit den Netzstrümpfen. Auf mich wirkt es noch ein bisschen arg fleckig. Okay, also ich muss da noch eine gleichmäßigere Färbung hinkriegen. Dann werde ich es, glaube ich, mal auf eine andere Art probieren. Ich werde mal die Hautfarbe mit ganz, ganz wenig Schwarz oder vielleicht auch nur mit einem Grau mischen und dann drüber tuschen. Vielleicht stellt sich dann ein gleichmäßigerer Farbton hin. Der Ansatz ist gut, aber ich bin nicht zufrieden damit. Achso, wo. Da hat man das Wichtigste von der Figur im Bild, nämlich die Frisur. Und auch die ein bisschen. Okay. Goldi dazu. Und das Rentier. Okay, probieren wir es mal mit einem dunklen Grau. Ah. Für unsere Homepage für DS. Was war? Der, ja, nee, ich glaube, wir haben sie noch nicht ganz angepasst. Das war, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, da müssen wir uns tatsächlich erst einlesen. Da sind wir noch nicht ganz so firm drin. So. Also jetzt habe ich ein dunkles Grau, also ganz wenig Dunkelgrau mit dem Hautfarbton gemischt. Und hoffe, dass ich damit jetzt den gewünschten Effekt erziele. Na, wobei, es ist fast ein bisschen wieder zu hell geworden. Naja, gut. So, dann muss das mal trocknen. Sieht man weiter. Moment sieht es eher aus, als hätte sie eine dunkle oder ja, eine chromfarbene Leggings an, aber das wird sich, denke ich, noch legen. Und du wirkst? Ah,
Du hast dich über die Datenschutz. Ich verstehe. Ja, das dürfte ein bisschen irks sein. Wo habe ich denn was zu trinken? Da habe ich was zu trinken. So. Wir sind jetzt auch schon wieder 1,5 Stunden hier auf Sendung, oder? Ja, ne? So schnell vergeht die Zeit. Aber ich hab auch schon viel gelabert. Ich habe mich nur, okay, ich bin noch nicht arg weit mit der Figur. Aber ich habe ja zwischendrin auch oft innegehalten, um einfach zu quatschen. Was aber ja auch völlig legitim und okay ist, solange ich euch auch unterhalte, wie ich hoffe. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Flashwash drüber über die Netzstrümpfe, damit die Haut ein bisschen durchschimmert wieder. Also damit es den Eindruck erweckt. Und ich werde mal versuchen, da was. Okay. Eine Anleitung für du, ja. Was auch gerne für Dummies, denn Plastikpuppen werden nicht benachteiligt auf unserer Seite. Das finde ich absolut gut. Öff, macht die Katze. Oh je. Warte noch mal. So, ich halte die gute jetzt nochmal in die Kamera. Mal gucken, wie die Strumpfhose, also die jetzt auf euch wirkt. Ist jetzt, ja, ich bin jetzt auch zufriedener damit. Das war jetzt eben andersrum. Zuerst hatte ich ja die Hautfarbe und dann schwarz getuscht. Jetzt habe ich gleich eben dunkelgrau mit der Hautfarbe gemischt und bin dann mit einem Flashwash, mit einem verdünnten Flashwash nochmal drüber. Und bin jetzt auch ein bisschen zufriedener, was das angeht. Nee, das ist jetzt so in Ordnung. Jetzt kann ich regulär weitermachen. Der obere Teil vom Shirt wird jetzt dunkel mit dem Flashwash. Das Rot wird jetzt getuscht.
Und dann auch nochmal wieder aufgehellt. So, ein bisschen Farbe abnehmen. So, derweil kann ich mich ja ihren Haaren annehmen. Das ist so ein ganz hellbraun Beige-Ton als Grundlage. Mal gucken, was ich nehme. Schauen. Brown ist mir immer noch zu dunkel. Sollte, na, vielleicht. Hellsbrown oder vielleicht Bronze Flash. Ja, ich glaube, der kommt schon eher hin. Ja. Probieren wir es mal mit dem. Den dann mit. Also ich habe jetzt für die Haare, für den hellbraun, also wirklich hellbraun blond Ton, einen Bronze Flash Ton genommen. Oder will den nehmen? Gucke ich nochmal. Da muss ich jetzt mal den Farbunterschied sehen. Vielleicht ist auch. Ja, Sven gefällt. Okay, das ist ja schon mal das Wichtigste, wenn sie dir gefällt. Man muss dazu sagen, es wirkt ja auch immer noch mal ein bisschen anders, wenn die Figur komplett bemalt ist. Also es ist oft so, dass ich sage, ich weiß nicht, ob das so wirkt. Und wenn sie dann komplett bemalt ist und dann halt die verschiedenen Partien dann da harmonieren, dann wirkt das auch noch mal ganz anders. Was ich dann. Okay, ich muss den anderen Farbton nehmen, der ist etwas heller, denn das will ich so. Was ich eben noch versuchen werde, so ein bisschen die Tattoos andeuten und die Schrift auf dem T-Shirt, also Daddy's Little Monster. Das wird noch ein bisschen fisselig, aber ich werde mein Bestes geben, um das halbwegs detailgetreu zu machen. Ja, das kann uns, glaube ich, Sven ganz gut beantworten, ob das tatsächlich so spannend ist, wenn in einer Live-Sendung die eigene Mini bemalt wird. Würdest du das als spannend bezeichnen? Also das Regie-Eichhörnchen ist immer gespannt, wenn ich was aus der Armee bemale. Also Scorn oder Tyranniden. Ich versuche jetzt mal an einer Stelle, nur ein Versuch, ein Loch in der Strumpfhose zu machen. So, das kann trocknen. Dann brauche ich den etwas dunkleren Farbton. Ah, Wirt-Noob-Schaman, hast du zwischendrin die Lücken gefüllt, okay. Ja, der Wirt-Noob-Schamane ist ein ziemlich cooles Modell, muss ich sagen. Der gefällt mir auch. Na, das war jetzt ein bisschen zu viel Wasser. Och, ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Okay, na, das ist doch schön. Da, ja, dann geht's ihm eindeutig mit dem Regie-Eichhörnchen. Lustig, schrägstrich spannend. Ja, also Sven, es ist ja dann auch so, wenn die Mini fertig ist, wie ich es dir ja schon geschrieben habe, kriegst du dann erstmal ein Foto, kannst dann immer noch Veto einlegen und sagen, gefällt mir nicht, mach das bitte so und so. Also du hast dann immer noch Gelegenheit einzuwirken und Änderungs- oder Verbesserungswünsche einzubringen. Ah, Franny ist ziemlich scharf. Das
Das schnarchende Monster ist erwacht. Rettet euch. Ja, das ist jede Menge Cat-Content. Tut mir leid. Damit müsst ihr jetzt leben. Freddy, du hast ein wunderbares Talent. Cat Attack, wie Art Attack, nur mit Katzen. Ja. Ja. Wer von der Tierärztin gesagt bekommt, dass sie ein sehr hübsches Fell hat, darf es auch gerne mal in die Kamera halten. So, ich halte mal kurz was anderes in die Kamera. Ich versuch's zumindest. Sieht man es? Ich habe eben versucht, am einen Bein ein Loch in der Strumpfhose zu machen. Habe ich einfach wie folgt mit dem Hautton einen Fleck gemacht, den mit einem Dunkelgrau unten umrandet, um quasi den umgeklappten Stoff zu simulieren und dann nochmal ganz leicht mit einem hellen Hautton einen helleren Fleck in die Mitte gemacht. Also ich hoffe, man sieht es halbwegs und es sieht auch danach aus, als wäre da ein Loch in der Hose. Also von dem Standpunkt sieht es, also von mir aus sieht es ziemlich gut aus, gefällt mir. Laufmaschen, ja. Also das, wobei das ist ein riesiges Loch, das ist schon keine Laufmasche mehr, das ist ein Laufran. Ja, Girlfriend, du hast ein tolles Fell. Mausespaß, du hast ein ganz tolles Fell, ja. Und sie guckt mich mit einem sehr verschlafen. So ein bisschen hat sie jetzt was zu. Wäre das hier noch schwarz? Ich bin Batman. Nein? Okay, dann nicht. So. Aber ich wollte jetzt die Frisur machen. Das heißt, ich trage jetzt erstmal mit dem hellen braunen Ton die Grundfarbe auf, die wird dann getuscht. Und da Harley Quinn ja recht hellblondes Haar hat, werde ich da immer heller gehen. Und dann ist eben noch, sie hat ja den einen, wie nennt man das, den einen Pferdeschwanz, Zopf, die Spitze blau und auf der anderen Seite rot. Ich denke, da wird es reichen, wenn ich mit einer Tusche drüber gehe. Ja, kann sein, dass es sich bei Batman eine Laufmasche geholt hat. Ja, was trägt da auch eine Rüstung mit so scharfen Kanten an? Ganz ehrlich, könnt ihr ein bisschen frauenorientierter. Jetzt haben wir Doppelcat-Content. Hallo Horst. Hallo Mausespatz. Sie war etwas überrascht, dass da eine Franny liegt. Dramatische Szenen spielen sich hier im Off ab. Also die Frisur. Das wird. So, Sven, du hattest ja bei den Miniaturen Bemalstufe 3 gewählt, was bei den Figuren aber auch extrem sinnvoll ist, weil die sind so detailliert, da wäre es echt schade drum, wenn man das nicht hervorhebt und nutzt. Wie gesagt, es stellt mich eben noch vor die Herausforderung mit den Tattoos und den Schriftzügen bei der guten, aber ich werde sehen, was ich machen kann. Nachdem ich es ja beim Livestream geschafft habe, ein sehr feines Bray auf den Sarg zu schreiben, vielleicht klappt das auch ganz gut mit den Tattoos und dem bedruckten T-Shirt von Harley. Der Rückenaufdruck auf der Jacke ist tatsächlich am Modell vorgesehen, also der ist hervorgehoben. Ich sehe nur nicht genau, was ist irgendwas mit Joker. Da ist der Baseballschläger halb drüber.
Oh, ich glaube, Horst weiß ganz genau, was sie ist. Und sie kann dementsprechend regieren, wenn nicht gewürdigt wird, was sie denn ist. Das haben wir schon mal. Ich halte sie nochmal in die Kamera. Also, das ist jetzt eben der dunkle Grundton der guten. Sieht man vielleicht ganz gut. Ein bisschen zurück. Da werde ich jetzt mit, sobald die Farbe trocken ist, mit einem gelben Ton drüber, also Seraphim Yellow, oder wie es sich heißt, wie es jetzt genau heißt, drüber tuschen und dann in ein paar Stufen wieder heller bürsten. Bisschen zu dicht. Aber erstmal werde ich mich jetzt noch um das rote Oberteil vom T-Shirt kümmern. Das ist keine Frage aus dem Chat, nehme ich an. Okay. Regie-Eichhörnchen, nee, ist Regie, was ihr nicht mitbekommt, Regie-Eichhörnchen versucht mehr oder minder subtil mir, hallo Horst, mir mehr oder minder subtil Fragen zu stellen, damit ich nicht stumm vor mich hin male. Was durchaus passieren kann, weil ich teilweise so vertieft bin. Jetzt kam die sehr subtile Frage, die vermutlich bei mir den Eindruck erwecken sollte, sie kommt aus dem Chat, den ich ja nicht mitlesen kann. Woher es denn kommt, dass sie so viele verschiedene Farbfirmen haben? Wie ist denn das passiert? Kommt schlicht aus dem Grund, ich benutze verschiedene Farbfirmen, also hauptsächlich die drei, die ich immer benutze. Einmal Citadel, die Vallejo und seit neuestem oder seit jüngstem eher die P3 von Privateer Press. Zu den Vallejo-Farben bin ich gekommen, weil sie a ein bisschen mehr Inhalt für weniger Geld haben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich zu den Farben gestoßen bin, war die Pigmentdichte auch etwas besser, sodass sie besser gedeckt haben. Da hat jetzt Citadel auch nachgezogen, also da ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied. Citadel hat aber immer noch ein paar Farben, gerade was in Richtung Technical Colors geht, die andere Firmen noch nicht so hinkriegen. Auch bin ich ein großer Fan der Citadel-Tuschen, weil das eine der wenigen Firmen ist, die Tusche hinkriegt, die nicht glänzt, wenn sie trocknet. Also manchmal ist ja ein Glanzeffekt schön gut bei einer blank polierten Rüstung oder ähnliches, aber ich mag meine Tuschen eher stumpf trocknend. Und P3 bin ich eher dazu gekommen, weil ich die Farbtöne interessant fand und weil wir die in der Firma auch verkauft haben. Jetzt nicht mehr. Also, nachdem wir jetzt den Vertrieb hier abgegeben haben, vertreiben wir auch die Farben nicht mehr direkt. Und da hatte ich mir so ein paar Farbtöne, die mich interessieren, zugelegt. Und so bin ich, ja, also ich benutze eigentlich immer noch hauptsächlich, oder der Großteil meiner Farben besteht aus den Vallejo Game Colors. Da habe ich auch fast einmal das komplette Set mir inzwischen nach und nach zugelegt. Aus zwei Gründen. Ich mag eben diese Tröpfchenflaschen, wo ich genauer dosieren kann und auch die Farben wieder so mischen kann, dass ich zwischendrin eine Woche Pause machen kann und ich weiß, zwei Tröpfchen blau, ein Tröpfchen gelb und ich habe das Grün, das ich vor 2 Wochen für die Orks benutzt habe. Bei den Citadel Farben war das immer so eine Gefühlssache. Und gerade wenn man eben viele Modelle, die alle dieselbe Farbe haben, ist es schon recht praktisch.
Der zweite Vorteil von den Tröpfchenflaschen ist, durch die kleine Öffnung trocknen sie nicht so schnell aus. Also mir ist es am Anfang sehr, sehr häufig passiert, dass Farbe am Rand getrocknet ist bei den Farbtöpfchen, der Deckel nicht mehr richtig geschlossen hat dadurch und nach 3 Tagen war die Farbe total eingetrocknet und selbst mit Wasser nicht mehr zu retten gewesen. Das ist ja da die Farben auf Wasserbasis sind, also Acryl-Wasserbasis, hilft es ja manchmal, wenn man einen Tropfen oder zwei Wasser hinzutut, gut schüttelt oder gut umrührt. Passiert bei den Vallejo-Farben durch die geschlossene Flasche viel, viel seltener oder mir zumindest viel, 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 viel seltener. So viel zum Thema, warum habe ich so viele verschiedene Farben? Und weil ich eben so faul bin, mir ständig den passenden Farbton zu mischen, darum habe ich dann eben die ganze Blaupalette, weil es wirklich einfacher und schneller geht und man nicht immer bangen muss, dass man eben genau den gewünschten Blauton hinkriegt. Genau, das ist eine gute Anmerkung. Ich bin natürlich bestrebt, immer ein bisschen Zeit zu sparen, da ich das alles hier ja nicht hauptberuflich mache. Also selbst die Miniaturen bemale ich ja nur als Nebengewerbe. Und das ist dann eben meistens abends nach meiner Freizeit oder an Wochenenden, wenn ich mal Zeit habe. Oder wenn ich mal Urlaub habe, da setze ich mich dann natürlich vermehrt an Aufträge. Oder zwischendrin halt das dann wirklich mal eine Miniatur für mich, um einfach mal ein bisschen Abwechslung zu kriegen und auch das Gefühl zu haben, okay, meine Vitrinen füllen sich jetzt auch langsam wieder mit bunten Minis. Wir hatten es mal ausgerechnet, wie länger ich das schon mache. Wie viel? Fast 25 Jahre, also fast Vierteljahrhundert bemale ich schon Minis. Am Anfang war ich auch grottenschlecht. Also wirklich grottenschlecht. Wenn ich mal kurz aus dem Bild gehen darf, kann ich gerne mal eine grottenschlecht bemalte Figur von mir holen. Soll ich das tun? Ich werde vorher noch. Ich werde Harley Quinns Frisur mit Seraphim Sepia tuschen. Urp. Und dabei hoffentlich, ja, das Farbdöschen nicht umwerfen. Das ist gut. So, oder? Ein bisschen Tusche für Harlequins Haare. Kurz gucken. Die Jacke, die sie trägt, die eine Seite ist blau, die andere Seite rot mit gelbem Rand. Beziehungsweise unten ist nur roter Rand, weißen Strauch. Das ist sportlich. Naja, gut, wir werden es probieren. Ein sehr dünner weißer Rand auf dem roten, kleinen roten Rand ist super. Ich liebe Herausforderungen. Da oben habe ich jetzt noch vergessen. Oben habe ich doch tatsächlich einen. Dann ist es auch gut, sich das Referenzfoto vor sich liegen zu haben, denn da habe ich jetzt tatsächlich ein Loch im Shirt der Guten übersehen. Das kann ich jetzt aber noch nachbessern. Was ihr nicht sehen könnt, im Off tummeln sich jetzt inzwischen 4 Katzen in diesem Raum. Also wir haben jetzt bald kritische Masse erreicht.
Oh, die 21 Zuschauer, die wir noch haben, sind vermutlich schon eingeschlafen. Na gut, es ist auch spät. Es ist jetzt 10 vor 11. Also ich denke, die 10 Minuten machen wir jetzt noch voll und dann war es das für heute, würde ich behaupten. Gut. Dann erhebe ich mich mal kurz. Ah, grottige Figur. So. Ich bin mal kurz aus dem Bild. Aber man hört mich immer noch. Haha. So. Grottige Figur. Grottige Figur aus einem ebenso grottigen Spiel. Wenn die kritisch. Kette Apokalypse? Kettokalypse? Ja. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Figur am grottigsten ist. So. Okay. Eine grottige oder mehrere grottige Figuren aus einem ebenso grottigen Spiel, nämlich das Dorf des Grauens aus das schwarze Auge, aus der schwarzen Auge Brettspielereihe. Sehr grottig bemalt, eine Plastikmini mit Revell-Farben, mit Revell-Ölfarben. Ebenso grottig bemalt dieser Hobgoblin. Oder auch sehr grottig bemalt. Das sind noch Revell-Ölfarben, ja. Oder dieser sehr grottig bemalte Minotaurus. Ein Traum, oder? Das ist kein grüner Minotaurus. Nur ein bisschen, wirkt wohl durch die Kamera ein bisschen grün. Ja. Du malst selbst, wenn du mich beim Malen beobachtest. Ja, das hat was Meditatives. Das habe ich auf der Heinzcon Süd gemerkt, als wir da alle zusammen im Speisesaal saßen und dann vor uns hingemalt haben und uns dann über dies und jenes ausgetauscht haben. Dann haben wir mal über Armeen geredet, dann haben wir über Techniken uns ausgetauscht. Nee, in Gesellschaft malen ist schon ziemlich, ziemlich entspannend. Ja, das sind grottige Erstlingswerke von mir. Nein, also in live hier sind sie noch viel grottiger als durch. Ich glaube, die Kamera schmeichelt auch ein bisschen. Ja. Stattdessen werde ich jetzt nochmal die gute Harley Quinn in die Kamera stellen. Ja, oh, die Star-Quest-Figuren, die habe ich damals auch mit Revell-Farben bemalt und eben meine Hero-Quest-Figuren. Bei den Hero-Quest-Figuren bin ich ja inzwischen dazu gekommen, die alle zu entfernen, neu zu bemalen. Also noch nicht ganz. Mir fehlen noch 8 Stück oder sowas von der letzten Erweiterung. Die zu entfernen war auch ein Graus. Das war grausam, ja. Da half zum Glück dann ein längeres Bad in Brennspiritus, was die Ölfarbe löst, aber zum Glück das Plastik nicht angreift. Das ist dann bloß ein bisschen matt geworden, aber da eh Farbe, neue Farbe drüber kam, war das okay. Aber das war ein ziemlicher Act. So. So. So, dale. Upp. Also wie ich eben ja gerade erledigt, wie gesagt, Brennspiritus hat sich bei mir bewährt. Es gibt Leute, die schwören halt auf Sachen, die acetonhaltig sind. Viele versuchen es oder machen es auch mit
Bremsflüssigkeit, ja, Nagellackentferner würde auch gehen. Bremsflüssigkeit habe ich tatsächlich selbst noch nie getestet. Aber wie gesagt, Brennspiritus, die Figuren drin einlegen, wirklich längere Zeit einlegen, also wirklich ein paar Tage. Zwischendrin mal die ersten Reste mit einer Bürste, mit einer alten Zahnbürste abreiben, dann wieder einlegen. Also das ist wirklich ein längerer Vorgang, aber man kriegt damit dann diese Ölfarbe wieder ab. Kann sein, dass man eben mit einem kleinen Werkzeug dann hier und da bei ein paar Rillen dann nochmal nachhelfen muss. Aber das löst sich dann. Also es ist nicht alles verloren, man kann sie noch retten. Es ist eine Scheißarbeit, aber verloren sind sie nicht. Bei Acrylfarben geht es wesentlich einfacher, da kann man sie ja in Handdesinfektionsmittel einlegen und dann lösen sich die Farben. Aber Ölfarben sind da ein bisschen hartnäckig, das ist echt die Pest. Und wir kommen zum Ende und haben jetzt wieder 24 Zuschauer. Also freut mich sehr, dass wir heute auch schon. Das höchste waren jetzt 28, gell? Oder 29 sogar? 30 hatten wir sogar. Okay. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man sich Zahlen nicht mehr merken kann. Super. Nein, also 30 Zuschauer heute geknackt. Das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, 2 Stunden auf Sendung. Ich glaube, jetzt können wir auch langsam zum Ende kommen. Ja, ich wollte gerade drauf kommen, denn nächste Woche wieder Dienstag um 21 Uhr werde ich hier versuchen, ein paar der Tyranniden vom Regie-Eichhörnchen zu zeigen und zu bemalen. Und die Woche drauf, bin ich dann richtig? Ja, die Woche drauf. Am 1. Mai, dem Dienstag, sind wir auch wieder auf Sendung. Genau, da kommt die große Skaven-Sondersendung. Da fangen wir auch, ne, wir hatten geplant, eine Stunde früher anzufangen. Diesmal schon um 20 Uhr. Und da dreht sich alles rund um Skaven. Also, ich weiß nicht, ob ich zeitgleich was bemale, aber hauptsächlich wollte ich euch viel Hintergrundwissen von den Rattenmenschen näher bringen, die Clans vorstellen, ja, einfach ein bisschen Fluff verbreiten. Vielleicht male ich auch an meinem Rattenoger weiter, also meinem Stormfend. Seit der letzten Sendung ist da nicht viel passiert, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und in der gleichen Woche, also in der ersten Maiwoche, am Freitag, am 4. Mai, May the 4th be with you, machen wir dann auch nochmal ein Stream, wo ich dann live was Star Wars Technisches bemale. Im Moment tendieren wir zu was aus Star Wars Legion, ob das jetzt der Gleiter ist, der AT-ST oder einfach ein paar Bodentruppen. Wissen wir noch nicht, lassen uns überraschen, aber da auch wieder um 8 Uhr. Denn Fräulein, jetzt ist aber Ruhe im Karton. Denn in der Woche habe ich Urlaub und kann deshalb am nächsten Tag ausschlafen und bin dann auch am Tag ein bisschen fitter und darum fangen wir früher an, machen vielleicht auch ein bisschen länger. Mal gucken, wie wir drauf sind. Ja, aber nächste Woche erstmal wieder 21 Uhr hier beim Tyranniden-Bemal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ah, genau, danke, da weise ich nochmal explizit drauf hin, genau, auf den näheren Sendeplan. Morgen könnt ihr ja, wenn alles klappt mit der Technik und so weiter, auf Orgenspalter TV Mairi zugucken, wie sie bei Conan Exiled Dinge baut, verwüstet und euch das Spiel näher bringt. Und am Donnerstag ist geplant, dass unsere liebe Julia wieder fröhlich vor sich hin malt. Ich weiß nicht, ob sie schon ein Thema bekannt gegeben hat. Aber ansonsten freuen sich sowohl Mairi wie auch Julia, wenn ihr da auch zuschaut. Und
Was ich nächste Woche noch sagen kann, also da Dienstag ist ja hier bei mir der Stream und am Mittwoch ist bei Ulysses dann DS1 wieder angesagt. Also auch da 19:30 ist glaube ich angesetzt. Das sind so die nächsten Termine, die anstehen, wo ihr uns zuschauen könnt. Und ansonsten gilt, Bilder gibt es wieder dann auf der Homepage von dem, was ich bisher gemalt habe. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Wir freuen uns im Zweifel auch über schlichte Likes auf unserer Facebook-Seite oder bei Instagram, wo wir zu finden sind. Ja, ich denke, ich habe jetzt genug geschwafelt, oder? Viel Erfolg bei der Spiritus-Session. Denk an Einweghandschuhe. Brennspiritus riecht extrem. Also ist jetzt nicht besonders schädlich, jetzt wenn du deine Finger reintauchst, aber es riecht dann schon recht unangenehm. Es kann unangenehm riechen und benutze am besten Einweghandschuhe. Ist angenehmer. So. Bitteschön, Sven. Also ich habe jetzt ja angefangen und werde. Ich habe jetzt noch die Reste vom HeroQuest-Auftrag, den ich fertig machen werde. Das sind nicht mehr viele Figuren und dann widme ich mich den nächsten. Das wird wohl synchron ein kleinerer Auftrag sein von Brettspiel-Minis und synchron werde ich dann versuchen, eben deine Harley Quinn und den Suicide Squad-Mitgliedern Farbe zu verleihen. So, aber jetzt habe ich echt genug gequasselt, glaube ich. Das Regie, ich hatte noch was im Kopf, das ich sagen könnte. Tja. Dankeschön. Ja. Mir wurde hochoffiziell aufgetragen, euch auch nochmal zu fragen. Wir haben zwar schon eine Liste uns oder beziehungsweise uns Gedanken darüber gemacht, was ich denn bemalen könnte oder was ein Thema der Sendung sein könnte, aber ihr dürft natürlich gerne Vorschläge einbringen. Und Sachen, die euch interessieren, würden vorschlagen. Wir gucken dann, dass wir es umgesetzt kriegen. Also da könnt ihr uns auf den üblichen Kanälen, Facebook, Homepage, mailen, wie auch immer. Für die Patrons haben wir, glaube ich, schon mal so eine kleine Umfrage gestartet. Also das war ja auf der Patreon-Seite. Ja, auf der Patreon-Seite wurde schon mal so eine kleine Umfrage gemacht. Deswegen machen wir unter anderem die Tyranniden. Das ist ganz richtig. Beziehungsweise wir haben auch andere Themen aufgegriffen, wie Maus und Mystik wird bald kommen. Und ja, also von daher, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr denn gerne sehen würdet, dann könnt ihr die gerne äußern und wir gucken, dass wir es irgendwie verwurstet kriegen. So. War ja bei Harlequin auch so richtig. Gut erkannt. So. Und zum dritten Mal sage ich jetzt, ja, zum dritten Mal sage ich jetzt, ich habe jetzt genug gequasselt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schön zu lesen oder zu hören, dass es euch gefallen hat, was ich hier vor mich hin geblabbert habe und vor mich hingetrieben habe. Das ist mir am wichtigsten, dass ihr euch unterhalten fühlt. Und ja, oh Gott, jetzt kommen noch ein paar Fragen. Okay. Das ist eine gute Frage, wann ich wieder Cthulhu spiele. Mal schauen. Wir hatten zum Beispiel auch angedacht, sobald wir das Tischmikro haben und dann Let's Plays machen, wird es auf jeden Fall ein Willen des Wahnsinns Let's Play geben. Mal gucken, wann mich Nico Mayri mal wieder zum Cthulhu-Spielen einladen.
Ich kann, ja, das kann ich natürlich gerne noch machen. Ich zeige nochmal kurz das Sterngezüchter aus Willen des Wahnsinns, das ich schon bemalt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr versucht mich jetzt ein bisschen hinzuhalten, dass ich nicht, ja. So. Oh, das Sterngezücht ist zu groß für die. Okay, jetzt zum Schluss der Sendung kann ich ja nochmal ein bisschen verändern. Kannst ja mal die Beleuchtung anmachen. Gucken, wie es. Ja, sie kriegt einen kleinen. So. Ja, wie gesagt, mal gucken, wann mich Nico und Mayri mal wieder zum Cthulhu-Spielen einladen. Würde mich freuen. Aber ich bin ja jetzt auch schon froh, dass ich gestern meinen Ewok-Piloten beim Star Wars Let's Play spielen konnte. Tick, tick. Ja. Waren noch irgendwelche Fragen im Chat? Ah, okay, auf welcher Konferenz man mich treffen kann. Das nächste, das ich dir sagen kann, ist auf jeden Fall die RPC. Da bin ich in Köln beim Ulisse-Stand an der B-Ware zu finden. Dann kommt ganz offiziell die Radcon im, wann ist die? Im August ist die Radcon in Limburg. Da bin ich auch wieder anzutreffen. Und dann im Oktober auf der Spielemesse in Essen. Und im November natürlich auf der Heinz-Con Süd, auch in der Nähe von Limburg, in Aufburg-Wandmannshausen. Das sind die, wo ich jetzt schon fest sagen kann, jawohl, da bin ich. Da könnt ihr mich treffen, könnt mich gerne anquatschen. Genau, das werde ich wieder anbieten. Ich werde tagsüber mit Menschen, die Lust drauf haben, mich hinsetzen und Miniaturen bemalen. Also jeder, selbst Leute, die nicht bemalen wollen, Lust haben oder dürfen sich natürlich gern dazusetzen und mit uns quatschen. Das haben letztes Jahr auch ganz viele gemacht, was mich sehr gefreut hat. Und abends werde ich auf der Heinz-Con Süd natürlich wieder meine HeroQuest, meine übliche HeroQuest-Runde anbieten. Die legendärste Runde ging von abends von 10 bis morgens um 7:30, 8 rum. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben echt die Nacht durchgezockt. Nein, ich spiele nicht Magic the Gathering. Also diese ganzen Trading Card Games sind an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe hauptsächlich schon immer Miniaturen und Rollenspiele gesammelt und da waren mir dann Sammelkartenspiele dann doch eine Nummer zu viel, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es noch nie gespielt. Ja. So. Jetzt aber. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, wenn ihr Spaß hattet. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ansonsten guckt morgen bei Orgenspalter rein, am Donnerstag bei Julia. Ansonsten einfach jetzt abschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.